Sedi und ich haben vermutlich schon den einen oder anderen Kamillentee zu viel getrunken. Nein, ich bin nicht im Ausgang, es ist mein Tattoo. Ich bereue es nicht. Aber wenn mich jetzt noch mal jemand fragen würde, hey, hast du Lust, um dir allein von Yellow Wolf über den ganzen Rücken tätowieren lassen, würde ich wahrscheinlich nein sagen. They don't want me to lie, but they don't want to hear the truth. Und mein poetisches 15-jähriges Ich hat wirklich gedacht, das ist es. Das ist jetzt der tiefe Spruch, der dich durchs Leben führt und allen um dich herum die Augen öffnet. Wir sind an einer, ja, sagen wir mal, mäßig spannenden Party gelandet. Nein, die Party war wirklich gut. Es hat Wodka-Schutz mit Zuchut gegeben. Und, ich bin von Kreta und es ist eigentlich die Insel von Kreta. Und alle meinen immer, es sei ein Stempel vom Ausgang. Ein verwirrendes Tattoo. Das habe ich in Bulgarien selber gezeichnet. Und das Ding ist, der Tätowierer hat es nicht so machen, wie ich wollte, weil er gesagt hat, das ist zu rabiat für ein Mädchen. Dann hat er mir einfach klammheimlich die hohen Blumen da hineingemalt. What the hell? Jetzt laufe ich mit so einem Blümchen rum. Dann hat es dort einen Tisch gehabt und dort ist so eine nette Dame gesessen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, hey, mach ich dir ein Tattoo? Ich bin doch nicht so blöd, dass ich so etwas mache. Aber der Kamillentee hat, glaube tatsächlich wirklich gezeigt, Sedi, Tattoo-Maler meines Vertrauens, mal mir ein Krokodil. In mühseligster Kleinstarbeit, über mehrere Stunden an dieser Party, bin ich ruhig dort gekocht, bis ich mit dem fertigen Ergebnis gekommen bin und gesagt habe, Jonas, das wird's. Ja. Wenn auch du ein geheimnisvolles Tattoo hast, dann abonniere uns auf YouTube.